keine. Hey, da bist du. Hab. Gut, dass ich ein Kleid angezogen habe. Möchtest du laufen? Dann lauf. Ich möchte erstmal laufen. Ja. Hochladen. So, guten Tag. Hallo ihr lieben Leute, wir sind in Graz, ist doch Graz, ne? Oder bei Graz, Ikea. Mir ist das egal. So, guten Tag, wir sind bei Ikea Graz heute und nehmen euch mit. Das ist von unserem Haus in Ungarn, glaube ich, näher als der Ikea Budapest in Ungarn. Und wir wollten für Livia so einen Lernstuhltisch kaufen. Ich zeige euch das nachher. Das kann man so, man kann den fertig kaufen im Kinderbedarf für 170 Euro oder man kann sich hier dieses Dinger dafür kaufen und dann zusammenschrauben. Und das machen wir. Das ist dann die günstige Variante. Komm, wir gehen jetzt in den Aufzug. Genau. Boah, ist der groß hier. Wir waren noch nie im Ikea Graz. Ich habe die Trage dabei, schon umgebunden, falls Livia nicht mehr laufen kann oder möchte. Wir haben heute den Luxus, dass wir unseren Wohnwagen schön am Campingplatz da stehen lassen konnten. Oder am Stellplatz, eher gesagt. Das ist ja nicht nur, ist ja kein Campingplatz. Und einfach genießen konnten, dass wir abkuppeln können. Hätten wir jetzt ein Wohnmobil, hätten wir mit dem ganzen Ding hier hinfahren müssen. Oder mit dem Taxi. Oder öffentliche Verkehrsmittel. Wir wären so geil wie die Nachbarn und hätten einen Anhänger mit dem Auto drauf. Da sind welche bei uns auf dem Stellplatz. Sie haben ein Wohnmobil mit Anhänger und Auto noch hinten drauf. Richtig cool. Aber den Luxus haben wir nicht. Nicht. Guck, haben wir auch den Eingang gefunden. Yay. Yeah. Das ist für so eine Ein-Mann-Wohnung. Ja, oder für Teenager. Aber die Lampe, die könnte ich auch selber basteln. Einfach so Papier. 50 Euro. 4 Euro. Okay, das geht. 4 Euro. Das stimmt, man fühlt sich so richtig wohl und zu Hause im Ikea. Die haben es, sagt Klavino gerade, die haben es richtig gut gemacht, dass man alles schön findet. Ja, kannst mal neue mitnehmen. Ich Ja, ein Paket reicht doch, oder? Livia, kommst du mit? Gibt nichts zu essen. Ja, den meine ich, genau. Und der kommt dann andersrum da drauf. Genau, und dann kommen diese Streben, werden oben dran gemacht. Und dann kann, ja irgendwie so, und dann kann sie da hochklettern und steht dann in diesem Turm. Wie wird das verschraubt? Das, die Anleitung ist im Internet. Ach so. Das ist ja nicht wirklich dafür gedacht. Das ist ja so zweckentfremdet, weil so kostet das dann 45 Euro. Und wenn wir das kaufen als Lernturm, gibt es das auch speziell dafür, dann kostet es 170 Euro. Genau. Das ist halt die günstige Variante, weil dafür... Nur fotografieren. Ja. So einen Tritt können wir auch immer wieder benutzen. Sie muss mal ein bisschen Randale machen. Ich finde das schön hier. Ich finde, hat wenn man möchte, könnte man das auch in Weiß nehmen. Was möchtest du denn? Ich würde es in Holz nehmen, passt zu unser Haus. Guck mal, hier ist aber dieser Tritt oder gibt es den unten auch? Ja? Der ist ja wirklich auch so schön. Bitte? Also ja, die ist schön. Das ist das andere. Das ist der Tenhult und der Ottwar und das ist der Benham. Okay. Der ist der hier. Dann ist das der, glaube ich. Das ist alles Bauarbeiten. Ja, der Hunger hat uns ins Restaurant getrieben. Bitte schön. Halt gut fest, deine Kartoffel. So, ich war noch nie, doch ich war einmal im Ikea-Restaurant und war sehr unbegeistert. Aber das hier begeistert mich gerade richtig. 8 Euro. Spargel mit Hollandaise Kartoffel. Salat wird abgewogen. 100 Gramm, 99 Cent. Bernd hat vegetarische Dinger hier mit Pommes und Erbsen. Livia hat sich ein Quetschchen ausgesucht. Und hier Malsachen. 50 Cent hat das gekostet. Malbuch und Buntstifte. Das ist mein Salat. Calvino hat Pommes Mayo,
und ein Muffin. Dann hat der Papa sich noch einen Wrap geholt. Oh, warte, Olivia, Vorsicht. Wasser, ist das das gratis, ne? Richtig cool. Also als ich in England gelebt habe und im Restaurant gearbeitet habe, gab es auch immer Tap Water gratis. Möchtest du Wasser, Olivia? Hier ist Wasser. Da konnten die Menschen, wenn die im Restaurant bei uns gegessen haben, gratis immer einen Krug Kranwasser bestellen. Das fand ich immer richtig cool. Naja, war für zahlende Gäste, ne? Ja, klar. Sind wir ja. Und hier gab es das jetzt auch. In Deutschland gibt es das nicht. Ist das für dich? Kartoffel hat sie nicht Lust drauf gehabt. Hier hast du Spargel. Guten Appetit wünsche ich euch. Hast du eine gute Idee gehabt im Nachhinein? Ja. Wer möchte probieren? Ich nehme eine Kartoffel, wenn dann. Der Spargel, der ist so dick. Ist der aber lecker, der Spargel? Ja. Aber? Sehr bissfest. Okay, danke. Soll ich dir was schneiden, Bernd, oder? Der ist wirklich sehr bissfest. Okay. Dankeschön. Möchtest du Spargel, Calvino? So, wir waren jetzt so lange hier drin. Wir waren 2 Stunden, ne? Ja. Genau, weil Bernd hat ja noch gesagt, 2 Stunden hat er dem Smurfy gesagt. Dann sind wir wieder da. Livia ist jetzt eingeschlafen. Bernd holt jetzt noch für jeden einen Hotdog. Das Restaurantessen ist schon fast verdaut wieder. Und wir haben so viel gekauft. Der Wagen ist voll. Haben wir noch Kekse geholt, diese Haferkekse, die sind so lecker. Die gehen immer zwischendurch und Holundersirup. Das hatte ich schon mal, das schmeckt so lecker. Sehr zu empfehlen, wenn man Holunder mag. So, ist das nicht schönes Wetter? Eingang. Wir laufen jetzt hier rüber zum Obi. Da holen wir oder hoffen wir, dass wir da diesen Verlängerungsschlauch kriegen. Kann der Schmuck damit rein? Nee. Für die Waschmaschine brauchen wir den ja. Der Bernd lädt gerade unseren unverhofft großen Einkauf bei IKEA ein ins Auto. Wir müssen gucken, wie wir es verräumen, weil wir haben ja auch diese Barista-Kaffeemaschine im Kofferraum. Wir hatten übrigens 36 Artikel. Wir hatten 36 Artikel. Ja, morgen fahren wir nach Ungarn und dann können wir erstmal ausladen, entladen alles. Oh Mann, wir haben richtig viel eingekauft jetzt in den letzten 3-4 Wochen. Ja, genau, wir laufen jetzt mit Smurfy, hat er auch seine Bewegung in den Obi. Und da ist auch irgendwo Deichmann. Wir wollten Schuhe kaufen. Livia braucht neue Schuhe, so Sommerschuhe auf jeden Fall. Calvino braucht neue Schuhe. Und ja, da wollen wir mal schauen, ob wir was finden. So lange kriege ich Rückenschmerzen. Die ist so groß schon, die Livia. Aber es ist wirklich mega praktisch im IKEA in der Trage. Sie konnte schön schlafen. Ich konnte sie stillen. Keiner hat was gemerkt. Da ist sie schon echt unschlagbar. Guck mal, hier ist ja schon Obi. Ich dachte jetzt, das ist total kompliziert. Wir müssen über die Straße. Wir sind ja schneller als der Papa. Weil er so, dann gehe ich schon mal rein. Brauche ich nicht auf euch warten, aber dann habe ich gesagt, wenn wir den Smurfy, und Schlüssel habe ich jetzt nicht dabei fürs Auto, er muss warten auf uns, aber wir sind Erster. Ja, und das war übrigens der schönste IKEA, wo ich jemals war und der schönste IKEA-Besuch auch, den ich jemals hatte. Ja, weil es war schön leer, es war kaum was los. Ne? Man konnte richtig schön entspannt sich alles anschauen. Das war mit Tageslicht von oben. Die Decke waren Fenster. Das war wirklich richtig schön. Etty, komm mal hier, du bist sonst war das, ist das immer mega stressig im IKEA und nervig und ätzend. Smurfy, warte. Der Bus fährt eben über die Straße.
Und dann? Wir. Die Schuhe, die wir in Kroatien geholt haben für Livia, die sind zu schmal. So ist doch viel besser, haben wir festgestellt. Die hat breite Füße. Deswegen, das haben wir damals schon gesagt. Wow. Ein Breitfuß. Aber wir haben so auf die Verkäuferin gehört. Aber jetzt, ja, wo die Füße immer mehr wachsen, immer breiter werden. Deswegen gucken wir mal. Und natürlich auch Sommerschuhe. Muss man nur Deichmann finden. Das war da irgendwie in diese Richtung. Ne? Und alles ist so leer. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist sehr angenehm. Ja, aber wenn nicht trotzdem, sonst unter der Woche waren wir auch bei IKEA. Und es war immer voll. Richtig voll. War noch eben im Teddy. Da gab es Haarspangen für Livia. Und jetzt haben wir auch endlich den Deichmann gefunden. Ja, wir fahren ja 3 Stunden morgen, ne? Ja, so billige Brötchen. Ja, deine Schuhe, sind die gemütlich? Hm? Wollen nicht hier Croissants und sowas? Nein, nur für morgen zum Schmieren. Wir fahren ja morgen nach Ungarn zum Haus, falls ich noch nicht erwähnt habe. Dann verlassen wir Graz wieder. Oder Sinabelkirchen, wo unser Wohnwagen jetzt steht. Lauf mal weiter. Vorsicht, hier ist ein Auto, Livia. Und deswegen wollten wir eben nach Hofer. Wir brauchen Brötchen für die Fahrt morgen. Ja, ich mach dir deine Spange gleich rein. Komm, wir gehen eben ins Auto und dann mache ich dir die Spangen. Wir haben bei Teddy so kleine Haarspangen mitgenommen, um Livias wallendes Haar zu bändigen. Ja, das ist ja kaum noch zu bändigen, die langen Haare. Und so voll. Diese Haferkekse gibt es auch beim Aldi. Nicht die, aber es gibt Haferkekse beim Aldi, die sind auch lecker. Die schmecken auch ein bisschen. Die vom IKEA. Also nicht, die schmecken gar nicht, finde ich. Die sind so richtig geil. Ja. Haben wir jetzt ein paar Kilo. Ja. Wir gehen jetzt zum Spielplatz. Hat sich ein bisschen zugezogen. Smurfy hat Angst vor Gewitter. Er hat schon so geguckt. Es donnert. Hat schon geblitzt. Kein Blitz bis jetzt. Langsam. Geh noch eben letzte Runde mit Smurfy. Haben wir jetzt. Oh, ich glaube 19.30 Uhr ungefähr ist es. Morgen geht's nach Ungarn. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich habe euch gestern in dem Video erzählt, wegen dem Zaun. Der ist ja jetzt doch noch nicht fertig bei uns am Haus. Der sollte ja eigentlich fertig sein, weil wir jetzt vier oder fünf Wochen weg waren. Und dann gestern so, ach, wir sind traurig, dass der Zaun nicht fertig ist. Und Bernd hatte noch so gesagt, ja, das wird schon noch einen Grund haben, warte mal ab. Und heute kam der Grund, warum es gut ist, dass der Zaun noch nicht steht. Ich kann ihn leider hier nicht sagen, aber wir sind froh, dass der Zaun noch nicht da ist. Also natürlich ist es schön, die Annehmlichkeiten zu haben, wenn das Grundstück eingezäunt ist, aber wir müssen noch warten, den zu machen. Genau. Und ansonsten freuen wir uns riesig. Wir haben richtig viel vor jetzt, wenn wir in Ungarn sind. Wir müssen auf jeden Fall für den Garten uns ausstatten. Wir brauchen einen Rasenmäher mit Benzinantrieb. Also so ein, mein Papa hatte mal so einen Sabo-Rasenmäher, der so mit Eigenantrieb. Also Tipps gerne in die Kommentare. Wir brauchen jegliche Geräte fast, würde ich sagen, für den Garten. Weil jetzt geht natürlich die Gartensaison los. Wir müssen Rasen mähen, auch wenn wir über den Sommer immer mal wieder verreisen. Aber wenn wir dann halt da sind, müssen wir Rasen mähen. Und immer wenn wir dann wieder abhauen, dann wächst wieder alles. Immer wenn wir wiederkommen, können wir wieder Rasen mähen. Aber ja, so ist es halt. Wir müssen mal schauen, wie es läuft. Wir werden jetzt auch ein Trampolin kaufen in der Zeit, wo wir jetzt in Ungarn sind. Ich weiß nicht, ob wir den Pool aufbauen. Da soll jetzt
30 Grad werden nächste Woche, 40 Grad, 25, 30 Grad, das wäre schon geil, aber halt ohne Zaun, dann ist es für Smurfy halt auch voll doof, ne? Wenn er dann da nur an der Leine, ja, wir schauen mal. Ich nehme euch mit. Wir gucken mal, wie sich das alles entwickelt. Genau, ich würde jetzt den Vlog beenden. Wir sehen uns morgen, hoffentlich in alter Frische, wenn wir nach Ungarn fahren. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.